Im April des Jahres 1625 machte sich ein junger Mann auf die Reise nach Paris. Sein Name war D'Artagnan. Nichts wünschte er sich mehr, als Mitglied der legendären Musketiere zu werden, der Leibgarde des Königs. Sein Vater, der einst beim Militär war, hatte ihm das Fechten beigebracht, wie auch schon seinen Brüdern vor ihm. Des Vaters damaliger Kamerad, Monsieur Tréville, war nun Kapitän der Musketiere und so gab der Vater seinem Sohn ein Empfehlungsschreiben mit. Außerdem einen kleinen Ledersack Startkapital, seinen alten Degen und eines seiner Pferde. Dies war kein edles Ross, wie es die feinen Leute ritten, sondern eines, das lange und harte Feldarbeit gewohnt war. Aber es trug D'Artagnan und brachte ihn mit jedem Schritt näher nach Paris. Und das allein zählte. Ein halber Tagesritt trennte ihn noch vom Ziel seiner Träume, als er an einer Herberge zur Rast hielt. Entschuldigt bitte, wo finde ich den Wirt? Ihr wollt zum Wirt? Ja, mein Pferd bräuchte etwas Wasser und ein bisschen Futter. Habt ihr gehört, Männer? Er nennt diesen hässlichen Ackergaul ein Pferd. Ich bin nicht sicher, ob ihr wirklich den Wirt um Wasser fragen solltet. Ich meine, das Wasser wäre an den Rosen dort drüben besser aufgehoben. Es ist schön, wenn ihr so vergnügt seid, mein Herr. Allerdings vergnügt ihr euch auf Kosten meines Pferdes. Ach komm, das war die Wahrheit, Knabe. Nichts weiter. Jetzt geh und stör uns nicht. Ich glaube, ihr habt mich nicht verstanden. Da ich nicht taub bin, habe ich euch sehr wohl verstanden. Doch ich habe nicht die Absicht, mir meine gute Laune von euch zunichte machen zu lassen. Lasst uns gehen. Mir gefällt es hier nicht mehr. Zu viel Pöbel. Ich werde euren Reiseplänen nicht im Weg stehen. Aber zuerst werdet ihr euch entschuldigen. Wie bitte? Ich dachte, ihr seid nicht taub. Ihr nanntet mein Pferd einen Ackergaul und einen hässlichen dazu. Ich verlange, dass ihr hingeht und euch bei ihm entschuldigt. Ihr werdet euch auf der Stelle entschuldigen oder ich bringe euch Manieren bei. Mein lieber Junge, du weißt leider nicht, mit wem du dich gerade anlegst. Erteilt dem Burschen eine Lehre. Ja, jawohl. Was? Ja, nein! Komm her! Halt! Lass mich! Au! Da. Nein! Rein. Tja, wie seht ihr denn aus? Kann ich etwas für euch tun? Monsieur Tréville, mein Name ist D'Artagnan. Ich komme direkt aus der Gascogne. Ich möchte Mitglied der Musketiere werden. Ich hatte auch ein Empfehlungsschreiben meines Vaters bei mir, aber das ist mir auf dem Weg hierher gestohlen worden. Aha. Seht ihr deshalb so aus? Ja. Naja, dann ist es ja gut, dass euer alter Herr, mein alter Waffengefährte, eure Ankunft per Brief bereits ankündigte. Willkommen in Paris, D'Artagnan. Oh, ach so, ja, dann vielen Dank, Monsieur Tréville. Sehr gern, aber als Musketier kann ich euch nicht einfach so aufnehmen. Ihr müsstet euch schon bereits bewährt haben, in Diensten oder Schlachten und so. Ach so? Aber verzagt nicht. Ich gebe euch ein Schreiben mit. Moment. Mit diesem werdet ihr bei Kapitän Bourgeois vorstellig. Er wird euch in sein Wachbataillon aufnehmen. Dort könnt ihr euch dann bewähren und dann sehen wir weiter. So. Ja, fertig. Bitte sehr. Vielen Dank, Monsieur Tréville.
Ist noch was? Ja. Ich erwähnte ja diesen... Also, dass ich beraubt wurde. Ja, und? Naja, man nahm mir auch mein Geld ab. Und da ihr ja... Nun, da ihr ein Freund meines Vaters seid, dachte ich... Ich hab schon verstanden, mein lieber D'Artagnan. Hier wird es für den Anfang reichen. Ja. Danke, Monsieur Trevi. Tja... Ist noch was? Ja, während dieser Auseinandersetzung, da ist mir auch mein Degen zerbrochen worden. Immerhin der Degen meines Vaters. Ja, nun ja, nehmt euch dort einen von der Wand, D'Artagnan. Ja, vielen Dank, Monsieur Trevi. Das werde ich Ihnen nicht vergessen. Du Hund! Wie bitte? Entschuldigung, Monsieur Trevi. Ich meinte nicht euch. Da draußen. Da draußen läuft der feige Wurm, der mich bestohlen hat. Ach ja? Ja. Ich danke euch sehr, Monsieur Trevi. Aber nun muss und werde ich ihn stellen und seiner gerechten Strafe zuführen. Ja, gut. Tja, etwas ungestüm, der Junge. Wahrscheinlich nicht lange am Leben. Verzeihung, es tut mir leid, es tut mir leid. Hier geblieben, Bürschchen. Du meinst, damit sei die Sache abgetan? Bitte entschuldigt noch einmal, aber ich habe es wirklich sehr, sehr eilig. Du hast keine Manieren, Bürschchen. Ich habe gerade wirklich keine Zeit. Ich habe mich bei euch entschuldigt und das Ganze dreimal. Das reicht nicht. Wir werden es anderweitig austragen müssen. Wann und wo? Im Aiguillon, um 1:00. Ich werde da sein. Komisches Kerlchen. Der wird bestimmt nicht alt. Na, was sagt ihr? Oh. Ein ganz feines neues Stöffchen. Oh, habe ich gerade vom Schneider abgeholt. Mhm. 3 Wochen brauchte der für diesen Mantel. 3 Wochen. Ja, ja. Oh, das tut mir leid. Was fällt euch ein? Hat ja nicht lang gehalten. Dein feines Stöffchen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber ich bin wirklich in Eile. Ihr habt mich lächerlich gemacht vor meinen Freunden. Das werdet ihr büßen. Aber nicht jetzt. Sagt mir, wann und wo. Aiguillon, um 1:00. Um 1:00 kann ich nicht. Dann um 2:00. Um 2:00. In Ordnung. Merkwürdiges Männchen. Naja, lange macht er es nicht mehr. Oh, mein lieber Aramis, ihr wollt mit mir ausgehen? Den feinsten Zwirn zog ich für euch an, werte Dame. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Meldet euch, wenn ihr wieder sauber seid. Ja, wirklich. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich lüge nicht. Ich bin untröstlich, wirklich. Ehrlich, in echt. Ach, ihr habt mich vor meiner Dame und dem Rest der Straße zum Gespött gemacht. Sagte ich schon, dass es mir leid tut? Ja, aber das reicht nicht. Wann und wo? Im Aiguillon, um 1:00. Um 1:00 kann ich nicht. Dann um 2:00. Um 2:00 kann ich nicht. Dann um 3:00. Abgemacht. Seltsamer Schlammschubser. Naja, eigentlich auch schon so gut wie mausetot. Der miese Dieb ist verschwunden. Verdammt. Wären mir nur nicht diese 3 Musketiere in die Quere gekommen. Verdammt! 3 Duelle in 3 Stunden. Oh, verdammt! Hey, pass doch auf! Glaubst du nur, weil ich die Leute anremple, darfst du das auch?
Pardon, Monsieur. Ich bin wirklich ein Tollpatsch. Ich will euch nicht durch meinen Anblick stören. Erlaubt, dass ich... Dein Wams gackert. Wie meinen, Monsieur? Und es bewegt sich stark hin und her. Ist da drunter etwa... Was? Warum trägst du ein Huhn spazieren? Es möchte so gern die Welt sehen, Monsieur. Wie soll es das, wenn du es unter deinem Wams verbirgst? Es ist schüchtern und muss sich erst an die Massen von Paris gewöhnen. Ich sollte dich der Gendarmerie melden. Monsieur? Wie viel kostet wohl so ein Huhn? An die 20 Sous? Hör zu, Blanchet. Wenn du es für uns beide brätst, hast du 10 Sous und Prügel gespart. Ich habe noch eine, das heißt drei Verabredungen. Sollte ich bei einer davon getötet werden, hast du ein ganzes Huhn für dich. Falls nicht, wirst du das Glück haben, Diener eines zukünftigen Musketiers zu sein. Triff mich um 4 beim Orgillon! Wie Monsieur befehlen? Diener eines Musketiers? Punkt 1. Ihr seid pünktlich. Wenigstens das hat man euch beigebracht. Ihr gebt nicht nach? Nun, dann muss es sein. Aber gebt danach nicht mir die Schuld. Frech mit dem Mundwerk. Nun denn, wir wollen sehen, wie gut ihr mit dem Degen seid. Habt ihr Sekundanten dabei? Nein, aber meinen Degen. Zeugen, junger Mann, Zeugen. Nicht, dass später jemand behauptet, ich hätte euch unfair niedergestreckt. Ach so. Nein, ich kenne in Paris noch niemanden. Nun gut, ihr bekommt einen von meinen. Wo sind die denn? Da kommen sie. Athos? Ist das derjenige, mit dem du dich duellierst? Ja, warum? Weil das mein Duellant ist. Erst um 3, mein Herr. Das ist meine Zeit. Oh, entschuldigt, dann wart ihr um 2, verzeiht. Seit wann seid ihr in Paris, wenn ich fragen darf? Seit heute Morgen um 11. Ihr scheint es immer eilig zu haben. Können wir jetzt vielleicht anfangen? Ich habe um 2 und 3 noch etwas vor. Ach ja? Was denn? Ihr! Wolltet ihr vielleicht gerade ein Duell veranstalten? Und dann noch ein weiteres? Und dann noch ein weiteres? Die Wachen des Kardinals und ihr oberster Hirte, der freundliche Rochefort. Er ist... Die rechte und die linke Hand des Kardinals. Ja. Ihr wisst, dass das Duellieren von seiner Majestät verboten wurde. Das geht euch nichts an. Geht eurer Wege. Oh, ich glaube, das tut es doch. Ihr seid verhaftet. Legt eure Degen nieder und gebt auf. Niemals. Auf keinen Ganz Fall. Sicher nicht. Nun, dann... Wachen, sie widersetzen sich. Sie sind 6 und wir nur 3. Lächerlich. Nein, 4. Ihr seid kein Musketier und habt hiermit nichts zu tun. Ihr solltet euch entfernen, solange ihr noch könnt. Ich kam nach Paris, um ein Musketier zu werden. Und ich werde deshalb keinen von euch im Stich lassen. Wie ist dein Name? D'Artagnan. Also dann, D'Artagnan. Das hier ist Porthos. Sehr erfreut. Und das Aramis. Angenehm. Und ich bin Athos. Es ist mir eine Freude. Unser Motto lautet, einer für alle. Alle für einen! Ja! Ach, tatsächlich, Kardinal. Es war so, wie ich es Eurer Hoheit gerade geschildert habe. Eure Wachen waren zu 6 und wurden von 3 meiner Musketiere geschlagen. Was sagt das doch gleich über die Schlagfertigkeit eurer Truppen aus? Eure Hoheit. Ja, ich weiß schon. Rechte Raufbolde, meine Musketiere. Ich schlage eine empfindliche Strafe vor. Da kommt der Kapitän der wilden Truppe. Fragen wir den, was er davon hält. Monsieur Tréville? Eure Hoheit. Just im richtigen Augenblick. Was gedenkt ihr wegen dieser 3 Heißblüter zu tun? Welche Bestrafung sollen sie erfahren? Bestrafung, Hoheit? Keine. Schließlich haben sich meine Männer, eure Musketiere, nur zur Wehr gesetzt, als sie sich über das Duellverbot hinwegsetzten und dann die Wachen des Kardinals angriffen. Ist es nicht so? So hat es sich verhalten.
Verzeiht, Hoheit, aber eure Musketiere wollten einen jungen Burschen in die Fechtkunst einweisen. Da dieser aber erst Musketier werden will, eure Hoheit, konnte das natürlich nicht auf dem offiziellen Exerzierplatz geschehen. Eine Verwechslung also. Kardinal? Nun, da hat man mich wohl nicht korrekt unterrichtet. Wenn es sich so verhalten hat, wie Monsieur Treville schildert, welchen ich für einen ehrbaren Mann halte, ziehe ich meine Beschwerde zurück und bitte um Entschuldigung. Na, ein Glück haben wir das geklärt. Dann können wir nun endlich raus zur Jagd fahren. Sie haben keine Strafe erhalten? Ach, Rochefort. Ihr Kapitän hielt schützend ihre Hand über sie. Ich konnte nichts tun. Vielleicht sollte ich diesen vermaledeiten Musketieren und ihrem neuen Gascogna-Freund ganz privat eine Abrechnung schicken. Ihr solltet etwas ganz anderes tun. Euer Eminenz? Ich hatte da so eine Vermutung betreffs der Königin und eines englischen Lords. Ach. Man hört ja so einiges in den Beichtstühlen. Wie dem auch sei. Ich schrieb dem Engländer einen Brief und das nicht in meinem Namen. Und wie mir zugetragen wurde, ist er tatsächlich heute in der Stadt angekommen. Um was zu tun? Habt ihr tatsächlich so wenig Fantasie, Rochefort? Um sich mit der Königin zu treffen, dieser habsburgischen Ehebrecherin. Oh, pikant. Ich würde dem König gern die Augen öffnen. Nein, ich bin es ihm sogar schuldig. Und ihr werdet mir dabei helfen. Aber selbstverständlich, Eminenz. Monsieur D'Artagnan? Monsieur D'Artagnan? Monsieur D'Artagnan? Was ist denn? Hä? Mein Vermieter? Monsieur Bonacieux? Was ist denn los? Meine Frau Constance ist eben von uns gegangen. Oh, mein Beileid. Nein, ich meine, sie hat uns eben verlassen. Ja, das tut mir wirklich aufrichtig leid, Monsieur Bonner. Sie verstehen nicht. Sie hat dieses Haus verlassen, eben gerade, ging in die Nacht hinaus, allein, um diese Zeit, und das Ganze heimlich, ohne mir Bescheid zu geben. Verstehe. Und was wollt ihr nun von mir? Na ja, ich dachte, ihr seid ein Ehrenmann. Das bin ich wohl. Und falls meine Frau, nun ja, die meine und die ihre, also unsere Ehre im Begriff ist zu beschmutzen, vielleicht sollte ein Ehrenmann sie davon abhalten. Ach so. Ja. Und damit ich ihr nicht lächerlich nachstelle, hatte ich gedacht, dass ihr vielleicht... Ach so, ja. Und da ihr mir ja noch die Miete des letzten Monats schuldig seid... Wohin ist die gegangen? Madame Bonacieux? Oh, beruhigt euch. Ich bin es, D'Artagnan, der Untermieter eures Mannes. Was um alles in der Welt tut ihr hier? Diese Frage ist wohl eher an mir, beziehungsweise an eurem Mann. Denn eben jener sandte mich hinaus, um zu sehen, was ihr des Nächtens außer Haus so treibt. Was für eine infame Unterstellung schwingt damit in euren Worten? Nun, er hat beobachtet, wie seine Frau mitten in der Nacht heimlich und leise das Haus verlässt.
Was sollte er da denken? Und wie er weiß, und sicher auch ihr, bin ich Wäschedame der Königin. Da könnte es ihm ja auch in den Sinn gekommen sein, dass mein nächtlicher Ausflug eben mit jener zu tun hat, oder nicht? Ihr meint, die Königin? Sie ist in der Nähe? In jenem Wäschehaus dort drüben. Dann frage ich mich, was Ihre Hoheit hier mitten in der Nacht im Wäschehaus zu tun hat. Das geht euch und auch mich nichts an. Wenn es euch nichts angeht, was tut ihr dann hier? Die Königin bat mich lediglich, den Besuch, den sie erwartete, zu eben diesem Wäschehaus zu führen. Und wer bin ich, meiner Königin einen Wunsch abzuschlagen? Und ihr wisst nicht, wer es ist? Oder den Belang dieses Treffens? Doch, ich weiß, wer es ist. Und auch kenne ich den Belang dieses Treffens. Aber beides verlangt absolute Verschwiegenheit. Ich kann schweigen wie ein Grab. Also, erzählt mir davon. Oder muss ich eurem Gatten von schlimmer, schlimmer Untreue berichten? Ihr seid... sehr um eure Sicherheit bemüht. Ja, Madame Bonacieux, das ist wahr. Nun, wer ist mit der Königin im Wäschehaus? Eure Majestät, ihr seht so schön aus wie am ersten Tag, als wir uns trafen. Nein, vergebt mir, ich log. Die Wahrheit ist... schöner noch seid ihr geworden. Ihr hättet nicht kommen dürfen, Mylord. Ihr seid ein Feind Frankreichs und wenn man euch entdeckt, dann... Es ist mir egal. Ich konnte nicht anders. Denn nachdem ich euren Brief bekam, hielt mich nichts mehr in der Heimat. Ich sehnte mich so sehr nach euch, dass ich sofort mein Pferd bestieg. Brief? Und welchen Brief? Der Brief, in welchem ihr dieses Treffen vorschlugt. Aber ihr schriebt doch mir einen Brief mit dem Vorschlag für dieses Treffen. Oh... Eure Majestät, es tut mir sehr leid, aber allem Anschein nach sind wir beide einer Täuschung aufgesessen. Jemand hat etwas gewittert und versucht, uns zu diskreditieren. Danach sieht es aus. Denn wenn man erst die Königin des Nachts im Wäschehaus mit einem Engländer vorfindet... Ihr glaubt, es geschieht gleich etwas? Das ist zu befürchten. Ihr müsst gehen. Sofort. Ich bin untröstlich, euch in so eine Situation gebracht zu haben, aber bitte, lasst diese Reise nicht umsonst für mich gewesen sein. Bevor ich euch nun verlasse, seid so gut und gebt mir etwas mit, was mich in den einsamen Stunden, die gewiss kommen werden, an euch erinnern wird. Oh, Lord Buckingham. Bitte. Wer weiß, wann wir uns je wiedersehen. In Ordnung. Nehmt diese diamantenen Haarspangen. Sie sollen euch Trost spenden, wenn ihr euch wiedersehnt. Und das werde ich. Hab Dank. Lasst den Degen stecken und flieht! Sie kommen! Wer seid ihr? Man nennt mich D'Artagnan. Aber das tut nichts zur Sache. Ich allein werde sie nicht aufhalten können. Es sind zu viele. Also, flieht! Hinten raus! Ich danke euch. Habt Acht auf die Königin. Das werde ich. Lebt wohl, Eure Majestät. Lebt wohl. Sagt, wer wird gleich dieses Haus stürmen? Die Wache des Kardinals. Hab ich es mir gedacht. Eure Eminenz. Ah, Rochefort. Schnell wie immer. Allerdings kam mir zu Ohren, dass ihr und meine Wache gestern etwas zu langsam wart. Das ist leider korrekt, Eure Eminenz. Als wir das Badehaus stürmten, war niemand mehr da. Wir wissen allerdings von einem unserer Informanten, dass Buckingham ohne Zweifel hier in Paris war. Ein alter Hut, Rochefort. Er war nicht bloß hier in Paris, er traf sich auch mit der Königin. Tatsächlich? Und das wisst ihr von... Die verehrte Milady de Winter hier hat mir soeben einige interessante Informationen überbracht. Rochefort. Milady. Und ihre Informationen sind, wie seit jeher, ihr Gold wert, in das ich sie aufwiege. Was habt ihr gehört, wenn ich fragen darf? Der Hof ist klein und allzu gern wird auf den Fluren getratscht.
Und aus dieser Melange aus Gerüchten, Halbwahrheiten, Wahrheiten und Hirngespinsten habe ich entnommen, dass kurz bevor ihr gestern eintraft, die Königin wohl ein Stelldichein mit Lord Buckingham hatte. Ein junger Musketieranwärter soll sie vor eurer Ankunft gewarnt haben. De Gascogne. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Lassen wir das vorerst, mein lieber Rochefort. Dieser D'Artagnan könnte uns noch nützlich sein. Und hochwahrscheinlich hat auch er einen Preis. Viel interessanter ist allerdings die andere Information, die mir Milady zuteil werden ließ. Bitte. Die Königin hat Buckingham wohl ihre diamantenen Haarspangen überlassen. Als Zeichen ihrer Liebe, was auch immer. Ein Dutzend an der Zahl. Und im Übrigen ein Geschenk ihres Gatten, des Königs. Und was ist daran so interessant? Nun, Milady ist bereit, in meinem Auftrag nach England zu reisen und zwei dieser Spangen aus dem Besitz dieses leichtfertigen Lords wieder zu entfernen. Und das soll was bringen? Wir werden dies ungetreue Habsburger Weib in Ungnade fallen lassen. Tief nach unten. Ganz nach unten. Ich spreche noch heute mit dem König. Ich habe da nämlich einen Plan. Kardinal, wollt ihr euch wieder einmal beschweren? Nein, Majestät. Ich komme heute in einer, nun ja, heiklen Angelegenheit zu euch. Tatsächlich? Nun, dann sprecht. Was ist so heikel? Wie eure Hoheit weiß, sind mir als Mann der Kirche nicht viele Freuden im Leben vergönnt. Aber nach einer sehne ich mich immer mal wieder zurück. Welche mag das sein? Ich würde mich freuen, eure Majestät die Königin, wieder einmal tanzen zu sehen. Kardinal, ihr entwickelt mir noch eine romantische Ader. Habt ihr das gehört, meine Liebe? Oh, Majestät, ein Ball wäre wirklich eine wundervolle Idee. Nun, dann wollen wir einen Ball ausrichten. Er soll in einer Woche stattfinden. Seid ihr zufrieden, Kardinal? Da wäre noch eine kleine Sache, Majestät. So, was denn noch? Vielleicht könnte die Königin die diamantenen Spangen mal wieder tragen. Oh, die Spangen? Ja, die 12 Spangen, die euch Majestät einst zur heiligen Weihnacht schenkte. Sie stehen euch so hervorragend, dass ich sicher bin, dass ihr damit auf dem Fest glänzen werdet wie keine andere. Gibt es ein Problem damit, meine Liebe? Nein, nein, überhaupt nicht. Dann ist es abgemacht. In 6 Tagen. Und ihr tragt die Diamantspangen. Constance, was kann ich bloß tun? Was um alles in der Welt kann ich bloß tun? Beruhigt euch, Hoheit. Es gibt sicher einen Ausweg. Aber ich sehe keinen. Nein, es gibt nichts, was mich retten kann. Ich bin verloren. Ihr braucht nichts als die Spangen. Wir müssen sie irgendwie zurückholen. Wie sollen wir das in 6 Tagen schaffen? Ach, der verdammte Kardinal. Wieder eine seiner Intrigen, um mich loszuwerden. Irgendwie hat er etwas rausgefunden. Ein Brief! Ein Brief? Ja, Majestät. Schreibt einen Brief an Lord Buckingham. Macht ihm die Situation klar. Ich will dafür sorgen, dass er überbracht wird. Meinst du? Ihr werdet doch nicht kampflos aufgeben. Wir müssen es versuchen. Ja? Oh, welch Freude, Madame. Kommt doch herein. Danke. Was verschafft mir die Ehre? Ihr erinnert euch an Lord Buckingham? Aber natürlich, Madame. Die Königin dankt euch von Herzen für euren Heldenmut und dass ihr ihn und damit auch sie gewarnt habt,
und dass ihr Stillschweigen über den Vorfall bewahrt habt. Oh, es war mir selbstverständlich eine Ehre. Ihre Majestät bittet euch um einen weiteren Gefallen. Ach, nun, wer bin ich, dass ich eurer Majestät einen Wunsch... Ich habe hier einen Brief der Königin. Dieser muss so schnell wie möglich nach London und Lord Buckingham übergeben werden. Das Leben der Königin hängt davon ab. Betrachtet mich als euren Diener und den Auftrag als so gut wie erledigt. Ich verlasse mich auf euch. Oh. Viel Glück. Das Leben der Königin? Nun gut, wir reisen mit dir. Ja, denn wenn der Kardinal es eingefädelt hat, um sie zu diskreditieren, dann wird er wissen, dass sie alles daran setzen wird, diese Spangen zurückzuerlangen. Also wird er sie und ihr Gefolge beschatten lassen. Und damit dann auch dich. Ihr meint, jemand beschattet mich? Oh, der gute Kardinal und seine Lakaien haben ihre Augen immer und überall. Dann ist es beschlossen. Wir reiten zusammen. Sollte einer von uns aufgehalten werden, was auch immer, die anderen reiten ohne Pause weiter. So machen wir es. Was macht es schon für einen Unterschied, ob wir in Frankreich oder in London kämpfen und sterben? Keinen. Alles für seine Majestät. Die Königin. Und für Constance. Natürlich. Hey, Planchet, sorg für Verpflegung für uns. Wir reisen nach London. London? Still, du Tollpatsch. Das liegt doch in England. Das ist doch wohl logisch, oder? Wir dienen der Königin. Und wenn sie befiehlt, dann fragen wir nicht, wo es liegt, sondern tun unsere Pflicht. Also, auf! Ich bin nicht Diener der Königin. Aber meiner. Und darum wirst du mir gehorchen. Kommen die Diener der anderen Herrschaften auch mit uns? Der fette Mousqueton? Der fromme Bazin? Der feige Grimaud? Nein. Die sind doch völlig ungeeignet, aber deine Bauernschleue können wir vielleicht gebrauchen. Das war ein Lob, Planchet. Das Lob der Herren ist recht gefährlich. Ach, wäre ich doch fett und fromm und feige. Zu den Pferden, Männer! Ich glaube, ich kann das Meer schon riechen. Das würde mich sehr wundern. Denn alles, was ich seit 12 Stunden rieche, bist du. Hey, hey, hey. An deiner Stelle würde ich den Mund halten. Wenn du weiter so großzügig ausatmest, bricht gleich dein Pferd tot unter dir zusammen. Hört, hört. Aber um eine Replik war er ja noch nie verlegen. Hoffmann! Ein Hinterhalt. Ich komm schon klar. Reitet, verdammt nochmal. Reitet! Los! Nach links! Nach links! Ja. Doch, in den Wald! Blanchet! Du nicht auf! Es ist keine gefährliche Wunde, aber eine entwürdigende... Ich werde wochenlang nicht sitzen. Schon gar nicht auf einem Pferd. Dann bleib du auch hier. Kümmere dich um die Verletzten und hilf Arthos im Kampf. Diesen Kerl werde ich zeigen, wie ein Bauer sie mit einem Baumstamm zurichten kann. Sie haben mich in den Allerwertesten geschossen. Jetzt werde ich sie in denselben treten. Ha! Ah! Aramis! Weiter, D'Artagnan! Weiter! Ja! Arthos! Verdammt! Es ist bloß mein Pferd. Ich halte sie auf, solange es geht. Denk an den Plan. Reite! Reite um dein Leben! Ja! Hier! D'Artagnan ritt wie der Wind und sah nicht zurück. Er beschloss, nicht mehr die schnellste Route zur Küste zu verfolgen, falls die Lakaien des Kardinals einen weiteren Hinterhalt planen. Über diesen Umweg kam er am Nachmittag des zweiten Tages am Hafen an. Doch der Arm des Kardinals war lang.
und alle Reisenden wurden streng kontrolliert. D'Artagnan wusste sich nicht anders zu helfen, überfiel einen Kaufmann, stahl ihm seine Kleidung und bestieg so verkleidet das Schiff. Am Abend erreichte er Dover. Dort nahm er sich ein Pferd und galoppierte geradewegs nach London zum Schloss von Lord Buckingham. Ein Bediensteter ließ ihn alsbald ein und D'Artagnan preschte hindurch in den Saal, ließ alle Höflichkeiten hinter sich und drückte Lord Buckingham den Brief in die Hand. Als dieser ihn gelesen hatte, war ihm die Farbe aus dem ansonsten so rosigen Gesicht gewichen. Wie lange seid ihr schon unterwegs? 2 Tage, Milord. 2 Tage hin, 2 Tage zurück, 1 Tag schon vorbei. Ja, es wäre zu schaffen. Worum geht es denn, Milord? Ihr kennt den Inhalt gar nicht? Nein, Milord. Euer König hält in 3 Tagen einen Ball ab und die Königin soll die 12 Spangen in ihrem Haar tragen. Jede von ihnen besetzt mit einem Diamanten. Eine Idee eures Kardinals. Was ist das Problem? Das Problem ist, sie hat die Spangen nicht. Sie gab sie mir. Sie sind hier in London. Euch, Milord? Zur Erinnerung an sie, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ihr müsst die Spangen noch vor dem Fest zurückgebracht haben, sonst ist die Königin verloren. Das werde ich. Gebt sie mir und ich reise stehenden Fußes zurück. Ich bewahre sie hier auf, in diesem Kästchen. Hier, nehmt es. Stärkt euch noch vor dem Rückritt. Ich sage in der Küche Bescheid. Milord, es fehlen 2. Was? 1, 2... 10. 10! Tatsächlich, es sind bloß 10! Wie ist das möglich, Milord? Ja, wie kann das sein? Wie mag das... Wie ist das möglich, dass die... Ah, ja, natürlich! Milady de Winter! Diese falsche Schlange muss die Spangen entwendet haben. Dann ist die Königin verloren. Nein, noch nicht. Martin! Martin, schnell! Milord? Sieh dir diese Spangen an. Sehr schöne Arbeit, Milord. Wie lange brauchst du, um 2 davon nachzumachen? Bei der Qualität 3 Tage, Milord. 1.000 Pfund. 2 Tage. 1.000 Pfund pro Spange. Ihr habt sie morgen Mittag. Dann muss ich aber die Nacht durcharbeiten. Dann los. Nun, welche sind die 9? Sie sind nicht zu unterscheiden, Milord. So ist es. Ja, dann heißt es wohl aufsitzen. Jawohl, Milord. Nun ist es an euch. Ihr müsst reiten wie der Teufel, wenn ihr rechtzeitig in Paris sein wollt. Ich gab mein Wort und werde es schaffen. Verlasst euch darauf. Auf Wiedersehen, Milord. Ich danke euch und reiche euch die Hand. Milord, da ihr Engländer seid, also ein Feind Frankreichs, kann ich sie nicht annehmen. Es tut mir leid. Dann nehmt die Hand von einem Freund. Das kann ich tun. Auf Wiedersehen, Milord. Viel Glück. D'Artagnan reiste unbehelligt durch England und nahm ein Schiff, das ihm von Lord Buckingham zur Verfügung gestellt wurde. Auch in Frankreich hatte der Lord vorgesorgt. An 2 Orten auf seiner Route standen für D'Artagnan frische Pferde bereit. Er erreichte Paris exakt am Tag des Balls. Im Schloss trafen bereits die Gäste ein und warteten auf König und Königin. Der König selbst wartete in seinem Arbeitszimmer auf seine Dame, als unerwarteterweise der Kardinal eintrat. Er trug eine kleine Schatulle unter dem Arm, welche er dem König überreichte. Was ist das? Nun, seht hinein, Majestät. 2 Spangen? Ihr erkennt sie, nicht wahr? Was bedeutet das? Es sind 2 Spangen aus dem Dutzend der Königin.
wenn Ihre Hoheit gleich die Spangen im Haar trägt, was ich allerdings bezweifle, dann vergewissert euch, dass es die richtige Anzahl ist. Und wenn zwei fehlen, dann fragt, wo sie sind und ob es nicht genau diese hier sein könnten. Was hat das zu bedeuten? Ach, da ist sie ja. Kardinal? Eure Hoheit, ich empfehle mich und denkt an meine Worte. Der Kardinal wird auch immer wunderlicher. Nun denn, wollen wir? Ja, Hoheit. Wartet. Ja? Ihr tragt ja gar nicht die Spangen, die ich euch schenkte. Liebster Gemahl, ich steckte sie nicht ins Haar, weil ich befürchtete, es könnte eine verloren gehen bei all den Gästen. Gott, was redet ihr? Ich wünschte, dass ihr sie tragt. Dann will ich sie holen. Tut das, Madame, und zwar sofort. Ich gehe schon vor. Die Gäste warten bereits. Sieh an. Wer kommt denn da? Ich muss sofort mit meiner Vermieterin sprechen. Sie dürfte bei der Königin sein. Es ist äußerst wichtig. Männer! Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber hier findet heute Abend ein Ball statt. Und deshalb haben nur Gäste Zugang zum Schloss. Und ich bezweifle stark, dass sich euer Name auf der Gästeliste findet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr wundern, denn ich habe sie geschrieben. Ich muss zu meiner Vermieterin. Aber natürlich. Aber das muss warten. Es kann aber nicht warten. Aber das wird es müssen. D'Artagnan! Athos! Porthos! Aramis! Ihr lebt! Unkraut vergeht nicht! Blanchet hat uns mit einem Heuwagen zurück nach Paris gebracht. Allein für diese Unbequemlichkeit muss ich mich an Rochefort rächen. Ich habe gehört, du hast es eilig. Ja, aber die Wachen des Kardinals wollen mich nicht einlassen. Allen voran unser gemeinsamer Freund hier. Ach, wollt ihr nicht? Verzieht euch, bevor ich die Geduld verliere. Musketiere? Ja! Wagt es nicht. Unser Freund D'Artagnan muss ins Schloss. Wagt es nicht. Aber die Wachen des Kardinals lassen ihn nicht rein. Wagt es nicht. Helfen wir ihm dabei? Jawohl! Ja. Ja. Ihr Verdammten! D'Artagnan, lauf! Seid gekommen. Das bin ich. Eure Majestät, das ist der junge Mann, dem ich den Auftrag gab, euren Brief zu überbringen. Eure Majestät. Und bringt ihr gute Botschaften? Hoheit, ich übergebe euch von Lord Buckingham dieses Kästchen. Die Spangen. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Oh. Seid euch meines ewigen Dankes gewiss. Habt ihr einen Wunsch, so sagt ihn, und ich will ihn euch gewähren. Ein Glas Wasser wäre nicht schlecht. Ihre Majestät, die Königin von Frankreich. Madame, ihr habt euch sehr viel Zeit gelassen. Reichlich viel Zeit. Eure Hoheit, ich ließ die Spangen noch auf Hochglanz polieren. Da ihr so viel Wert darauf gelegt habt, dass ich sie trage, wollte ich, dass sie für euch strahlen wie der volle Mond. So. Und ihr vermisst nichts? Was meint ihr damit, Gemahl? Hier, was sagt ihr dazu? Eure Majestät, zwei weitere Spangen? Oh, wie lieb von euch.
Moment, wartet. Bleibt stehen, Madame. 1, 2, 3. Was tut ihr? Haltet still, ich verzähle mich sonst. 9, 10, 11, 12. Es sind 12. Aber natürlich, es waren doch schon immer 12. Habt ihr das vergessen? Natürlich nicht. Bleibt hier stehen. Kardinal? Eure Hoheit? Es sind 12 Spangen im Haar der Königin. Was hat das alles zu bedeuten? Ach, nun, ich... ich ließ 2 weitere herstellen, um sie der Königin zu schenken, traute mich aber nicht, sie selbst zu überreichen. Also ließ ich euch diese Aufgabe zufallen. Ein Geschenk für die Königin? Ein Geschenk für die Königin. Da hört ihr es. Ein Geschenk für die Königin. Kardinal, ihr überrascht mich. Aber ich nehme euer Geschenk gerne an. Denn ich bin sicher, dass euer Eminenz diese 2 Spangen teuer, sehr teuer gekommen sind. Wollen wir nun tanzen, Majestät? Ich möchte den Kardinal nicht warten lassen. Sehr gern, meine Teuerste. Der Kardinal stand mit finsterem Blick in einer Ecke des Saals und sah zu, wie der König und die Königin einen Tanz nach dem nächsten absolvierten. Und immer, wenn sich der Königin Blick mit dem seinen kreuzte, lächelte sie ihm freundlich zu. Ihm selbst war das nur schwerlich möglich. Am späteren Abend kümmerten sich die Wachen des Kardinals sowie die Musketiere um die Verletzten ihres Kampfes. Weder Monsieur Treville noch der Kardinal ließen je ein Wort darüber an den König verlauten. In der darauffolgenden Woche überschlugen sich die Ereignisse. Französische Rebellen hielten die Festung La Rochelle besetzt und wurden von England aus mit Waffen, Lebensmitteln und anderen notwendigen Dingen versorgt. Lord Buckingham hatte Frankreich damit indirekt den Krieg erklärt. Der König schickte seine Musketiere, um die Belagerung zu durchbrechen. Und der Kardinal hatte Rochefort als Spion bei den Rebellen eingesetzt, doch dieser wurde entdeckt. Und so kam es, dass D'Artagnan und seine 3 Freunde plötzlich in die Verlegenheit kamen, auf Geheiß des Königs ihren Erzfeind Rochefort aus der Festung zu befreien. Was auch gelang. Was dazu führte, dass Rochefort den Musketieren und D'Artagnan daraufhin etwas schuldig war. Was sich noch als äußerst hilfreich herausstellen sollte. Ja. Oh, ihr! Still, Gascogne. Lasst mich ein, schnell. So eng sind wir uns jetzt aber auch nicht. Es geht um Leben und Tod. Was? Was soll das? Haltet den Mund und hört mir zu. Ich habe ein Gespräch belauscht. Zwischen dem Kardinal und Milady de Winter. Sie wird losgeschickt, um Lord Buckingham zu töten. Der Kardinal sieht darin die einzige Möglichkeit, die Besetzung La Rochelles zu beenden. Naja, er ist ein Feind und hat Frankreich den Krieg erklärt. So ist das eben. Redet ihr auch noch so, wenn es um eure Vermieterin geht? Constance, was ist mit ihr? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe gar nichts mit ihr gemacht. Und ich habe es auch nicht vor. Aber Milady de Winter will sich an ihr rächen. Denn wäre Madame Bonacieux nicht gewesen und hätte euch mit dem Brief nach England geschickt, wäre der Plan, die Königin zu diskreditieren, nicht gescheitert. Milady de Winter hat sich für dieses Vorhaben die Absolution des Kardinals geben lassen. Und sie wird die Gelegenheit provozieren und dann wird sie sie nutzen. Nein. Hindert Milady daran, nach England zu reisen und Lord Buckingham zu töten. Haltet sie auf! Und am besten tötet ihr sie. Aber wie soll ich... Findet einen Weg! Weshalb erzählt ihr mir das alles? Vielleicht ist dies ja nichts als eine weitere Finte von euch. Für eine Sache bin ich durchaus bekannt. Ich begleiche meine Schulden immer sofort, Gascogne. Macht mit der Information, was ihr wollt. Aber jetzt sind wir quitt. Ach, eine Sache ist da noch. Seid vorsichtig, was immer ihr plant.
Milady de Winter ließ sich vom Kardinal ein Schreiben aushändigen, in dem alles, was auch immer sie tut oder getan haben wird, im Namen des Königs und Frankreichs geschieht oder geschah. Wartet! Wann habt ihr das Gespräch belauscht? Wann wird Milady de Winter die Reise antreten? Sie ist soeben aufgebrochen. D'Artagnan beriet sich mit Porthos und Aramis. Athos war noch immer bei La Rochelle. Sie beschlossen, eine Warnung an Lord Buckingham nach England zu schicken. Erreichte sie ihn rechtzeitig, würde dies hochwahrscheinlich sogar zur Beendigung des Krieges führen. Porthos berichtete, dass Athos aufgrund familiärer Herkunft Verbindungen zum englischen Adel hätte. Über diese sei es möglich, Lord Buckingham einen Brief zukommen zu lassen. Gesagt, getan. D'Artagnan brachte Constance in ein Kloster, sodass diese vor Milady de Winter in Sicherheit war. Aramis und Porthos machten sich auf den Weg nach La Rochelle zu Athos. Und tatsächlich schafften es die drei Musketiere, dass Lord Winter, der Bruder Miladys, von der Ankunft seiner Schwester erfuhr, bevor diese England erreichte. Und Lord Winter war ein guter Freund Lord Buckinghams. Geliebte Schwester, wie freue ich mich, dich wiederzusehen. Du? Hier? Ja. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du kommen wirst. Und ich wollte es nicht versäumen, dich zu begrüßen, nachdem dein letzter Besuch in England so unrühmlich war. Wovon sprichst du? Du weißt, was ich meine. Oh, ich habe einen Freund mitgebracht. Ich dachte, du freust dich. Du hast ihn ja erst letztens besucht. Guten Abend, Milady de Winter. Lord Buckingham. Ich sehe, ihr seid ebenso erfreut, mich wiederzusehen, Milady. Was hat das hier alles zu bedeuten? Das bedeutet, liebe Schwester, dass du dich als verhaftet betrachten darfst. Was soll dieser Unsinn? Was wird mir vorgeworfen? Ich für meinen Teil vermisse zwei Spangen nach eurem letzten Besuch. Wie nennt man das gleich? Diebstahl. Des Weiteren wirst du der Spionage verdächtigt und der Beteiligung an einem Mordkomplott. Was? Führt sie ab! Komm schon! Nein! Das könnt ihr nicht machen! Lasst mich los! Mach schon! Lasst mich los! Ich sehe, ihr seid ein gläubiger Mann. Denn seit ihr hier vor meiner Zelle sitzt, hattet ihr nichts anderes, als in der Bibel zu lesen. Wie ist euer Name, mein Herr? Felton, Milady. Felton? Wisst ihr, Mr. Felton, auch wenn ihr es nicht annehmt, aber auch ich bin eine gläubige Frau. Und nur allzu gern würde auch ich in der Heiligen Schrift lesen. Leider habe ich die meine nicht dabei. Würde es euch etwas ausmachen, mir die eure zu borgen, wenn ihr denn fertig seid? Ihr seid eine gläubige Frau? Der Herr ist mein Zeuge. Nun denn, nehmt meine Bibel, Milady. Möge der Herr euch beistehen. Oh, ich danke euch für eure Freundlichkeit. Ich möchte aber nicht, dass ihr Schwierigkeiten bekommt. Also lasst uns darüber schweigen, bevor der Teufel es erfährt. Der Teufel? Versündigt euch nicht noch weiter, Milady. Oh, ich spreche nicht von jenem aus der Schrift. Ich meine Lord Buckingham. Na, ich bitte euch. Lord Buckingham ist ein gerechter Mann. Und mein Herr. Unser aller Herr ist doch nur der eine. Ist es nicht so, Mr. Felton? Vor ihm allein und allein vor ihm müssen wir Rechtfertigung ablegen. Und lasst mich noch ein Wort zu Lord Buckingham sagen. Er führt einen Krieg gegen Frankreich. Und das wegen einer Frau. Einer Ehebrecherin. Was meint ihr? Ihr glaubt es nicht? Nun, da
dann will ich euch eine Geschichte erzählen. Hiermit taufe ich dich auf den Namen White Star. Mögest du allen Stürmen trotzen und auf 1000 Winden reiten. Für England! Milord. Felton? Felton, was tut ihr hier? Gibt es ein Problem mit der Gefangenen? Mit Milady de Winter gibt es kein Problem. Sondern? Das Problem seid ihr. Was? Verräter! Milady de Winter hatte Felton von Lord Buckinghams Schuld überzeugt. Er hatte sie aus dem Gefängnis befreit und durch unterirdische Gänge zum Fluss geleitet, wo sie mit einem kleinen Boot, welches von Männern, die Felton bezahlt hatte, zu einem Schiff gefahren wurde. Mit diesem war sie bereits in Frankreich, als Lord Buckingham bei der Schiffstaufe vor aller Augen zu Boden ging. Die Nachricht über die Ermordung von Lord Buckingham und über die Flucht von Milady de Winter verbreitete sich schnell und erreichte noch am selben Tag Frankreich. Ohne die Hilfe von Lord Buckingham konnten die Rebellen La Rochelle nicht mehr halten. Die Besetzung endete bereits am Tag darauf. Der Krieg war vorbei. Nicht jedoch die Heimtücke Milady de Winters. D'Artagnan und die Musketiere befürchteten, sie würde nun alles daran setzen, Rache an Constance zu nehmen, und machten sich auf den Weg zu dem Kloster, in welchem sie versteckt war. Nicht ahnend, dass Milady de Winter den Aufenthaltsort Constance Bonacieux bereits durch ihre eigenen Spione herausgefunden hatte. Und schon vor Ort war, verkleidet als Nonne. Oh, Schwester, ich habe euch gar nicht bemerkt. Ich war so vertieft in dies Buch. Habt ihr es bereits gehört? Der Krieg ist vorbei. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten, Schwester. In der Tat. Das sind sie. Ein Mann ist erschienen. Er möchte euch sehen. Ach ja? D'Artagnan ist sein Name. Oh, er ist hier? Ja, er ist hier. Folgt mir. Er erwartet euch. Oh, natürlich folge ich euch, Schwester. D'Artagnan und die Musketiere hatten das Kloster erreicht. Sie teilten sich auf und suchten Constance. Der junge Gascogner lief in den Gängen umher und rief ihren Namen, doch er erhielt keine Antwort. Als er zurück auf den Hof trat, kam Aramis auf ihn zu. D'Artagnan? Hast du sie gefunden, Aramis? Wo steckt sie? Ja, wir haben sie gefunden. Ja? Und? Sie ist tot, D'Artagnan. Nein. Es tut mir leid. Nein. Aber wir haben auch ihre Mörderin. Wo ist sie? In den Stallungen. D'Artagnan rannte blind vor Trauer und Wut in den Stall. Zu seiner Rechten lag Constance. Zu seiner Linken stand Milady de Winter. Athos hatte seine Muskete auf sie gerichtet. Ah, ich bringe dich um! Warte, D'Artagnan! Lass mich los! Nein! Lass mich los! Komm zur Vernunft! Wir sind Musketiere! Wir werden sie nicht einfach töten! Wir werden ihr den Prozess machen, den sie verdient! Zwei Stunden später standen die drei Musketiere und D'Artagnan zusammen mit Milady de Winter etwas vom Kloster entfernt in einem Waldstück.
Die Musketiere hatten nach dem Henker geschickt. So war auch dieser anwesend. Milady de Winter stand an eine Buche gefesselt da. Alles, was ich tat, geschah im Namen Frankreichs und des Kardinals. Kein Gericht der Welt wird mich verurteilen. Und das habe ich schriftlich. Ach ja? Wenn ihr mir nicht glaubt, lest den Brief. Er steckt hier oben in meinem Mantel. Nun denn. So, so. Wer sagt mir, dass ihr diesen Brief nicht gestohlen habt? Was soll das? Ihr wisst, dass er einzig und allein für mich geschrieben ist. Leider findet sich darin nirgendwo euer Name, Milady. Was? Überzeugt euch gern selbst. Kein Name. Ihr haltet euch wohl für sehr schlau. Wir haben uns versammelt, um Anklage gegen Milady de Winter zu erheben. Dies ist kein Prozess und ihr seid keine Richter. Sprecht die Anklagen. Ich klage Milady de Winter des Mordes an Lord Buckingham an. Ich klage Lady de Winter des Diebstahls an. Ich klage Lady de Winter des Mordes an Constance Bonacieux an. Das ist eine Farce. Ihr habt kein Recht. Fällt euer Urteil. Tot. Tot. Schuldig. Tot. Und mein Urteil lautet ebenfalls tot. Henker. Jawohl. Waltet eures Amtes. Kommt! Nein! Ihr seid keine Richter! Dies ist kein Prozess! Ihr könnt das nicht entscheiden! Das ist Unrecht! Das ist Unrecht! Nein! Nein! Versündigt euch nicht! Lasst das! Lasst das! Lasst das! Auch diese Nachricht über das Verscheiden Milady de Winters machte schnell die Runde. Und einer war darüber äußerst wenig erfreut. Als die Musketiere und D'Artagnan schließlich wieder Paris erreichten, wurden sie von den Wachen des Kardinals bereits erwartet. Von vielen Wachen. Sehr vielen. Den vier Freunden blieb nichts übrig, als sich ihre Degen abnehmen zu lassen und sich zu ergeben. Dann wurden sie zum Kardinal geführt. Ihr beliebt uns zu sprechen? Was können wir für euch tun, Eminenz? Ihr sprecht frech. Ihr seid nun also der Rädelsführer eurer intriganten Verräterfreunde, Gascogne. Die Sache ist eine ganz einfache. Wegen des Mordes an Gräfin de Winter werdet ihr wie auch eure Freunde hingerichtet werden. Oh, aber euer Eminenz, das will ich nicht recht glauben. Ihr werdet es spätestens glauben, wenn der Strick um euren Hals liegt. Exzellenz, alles, was ich tat, tat ich für Frankreich und im Namen des Königs. Und natürlich in eurem. Wie bitte? Dieses Schriftstück beweist es. Mit diesem Schreiben bestätigen wir, dass alles, was der Träger dieses Dokuments tat und tun wird, im Namen Frankreichs und des Königs geschah. Unterzeichnet? Von euch, Eure Eminenz. Ich muss mir wirklich angewöhnen, meine Worte mit Bedacht zu wählen und auch, wem ich gewisse Schreiben anvertraue. Oh, Eminenz! Nun gut. Dies hier ist ein offizielles Schreiben zu eurer sofortigen Freilassung. Und dies hier ein Offizierspatent der Musketiere. So, unterschrieben. Ihr müsst nur noch einen Namen eintragen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Ich... Entfernt euch! An das Gesicht des Kardinals, als du ihm den Schrieb zeigtest, werde ich meinen Lebtag gern zurückdenken. Ja, das war köstlich. Ja.
Das war es. Und es hat uns das Offizierspatent eingebracht. Athos, du bist der Älteste von uns. Ich finde, du solltest es bekommen. Nein, D'Artagnan. Ich brauche es nicht. Ich werde schon bald aus dem Dienst der Musketiere ausscheiden. Aramis? Auch ich brauche es nicht, D'Artagnan. Denn ich bleibe auch nicht. Mich ruft die Kirche und mein Glaube nun mehr denn je. Porthos, dann nimm du es. Tut mir leid, auch ich muss ablehnen. Ich bin Soldat, D'Artagnan. Ich bin nicht als Offizier geboren. Aber... D'Artagnan, du kamst nach Paris, um Musketier zu werden. Nun wirst du es. Und obendrein noch Offizier. Du hast es dir verdient. Ja. Finde ich auch. Meine lieben Freunde, wohin immer es uns auch verschlägt, vergesst nie den Wahlspruch der drei... der vier Musketiere. Einer für alle. Alle für einen!